Guten Morgen. Wir sind live in der Boutique. Hoffentlich sieht man mich jetzt. Also, ich wollte heute mal weitermachen. Das ist ein ganz toller Overall mit ein bisschen einem Arm. Den stellen wir jetzt mal vor die Tür. Sieht man mich denn überhaupt? Guten Morgen. Live in der Boutique. Ich habe heute früh ein wenig was in die Augen gebracht, wo ich sonst nicht benutze, anscheinend. So, der kommt raus. Jawohl. Jetzt machen wir die Tür zu und dann führe ich euch mal ein paar sehr schöne Sachen vor. Zum Beispiel, schau her, ich hoffe, ich bin da. Ich muss mal schnell durchschauen. Nicht, dass das alles nichts wird hier. Ach, ich glaube schon, oder? Ja, ich denke schon, oder? Also, warte mal, vielleicht ein wenig höher, so. Jawohl. So, das ist etwas ganz was Hübsches hier. Das kurze kleine Jäckchen aus Baumwolle-Leinengewebe. Ein schöner, ganz, so was ganz Dünnes, wo man über mal ein Kleid drüber tut. Das ist ein wenig ein Pullover, wie ein Pullover. Mit ein bisschen Arm, also nicht schlecht. Eine schöne Hose. Ich finde es ein sehr gelungenen Outfit. Mit wenig bist du aber angezogen, ne? Jawohl. So, der kommt daher. Etze, einer meiner Lieblinge, ist das. So, schau her. Das ist ein Kleid, ein ganz einfaches Kleid mit ein bisschen einem Arm und dann da so ein Scheißerl da drüber. Das ist was, finde ich ganz genial. Das ist, hat einen Arm, einen echten. Also ist nicht so wie ein Poncho oder so. Aber so die Machart, ja, das Verschlungene und so, ist ein wenig die bessere Strickjacke. Ja. Ist ein bisschen exklusiver, diese Geschichte hier. Jetzt nehmen wir wieder ins Schaufenster. So. Okay. Einmal. So. Dann haben wir etwas, das ist auch wieder mein Liebling hier. Da schau her, aber Hilfe, so. Das Röckerl, schaut euch halt das Röckerl an. Und hier der Kelchkragen, hochbegehrt. Ne? Alles ein wenig so Grace Kelly-mäßig so. Diese Krägen, ein wenig wunderschön. Der Rock, so eine Schleife, wunderschön. Wunderschön. Oi. Mit ins Schaufenster. So. Oh Gott. Hilfe. Oh. So. Dann haben wir noch ein Kleid. Das ist auch toll. Das ist dieses hier. Das ist jetzt alles. Gestern war eine Kundin da. Die hat gesagt, alles toll im Schaufenster, aber gibt es das nicht auch in fröhlichen Farben? Ich habe gesagt, das ist jetzt mal eine Kollektion, die gibt es in feinen Farben, will ich mal sagen. Also keine diese geraden, weil das hat jetzt im Moment jedes Schaufenster. Ob es grün ist oder Magenta oder Schmecker, keine Ahnung. Schau her, das hat da diese Cutouts, das sind Cutouts. Das wäre schon cool, ne? Das ist nicht dran, also will ich mal betonen. Gell? Obwohl wieder sehr, sehr innen, ne? Das wisst ihr schon. Alles, was ein wenig so Ding, wie Federn und schon Blumen und so Zeug, alles schon mal da gewesen, alles wieder da. So. Okay, so. Also das war jetzt mal ein wirklich kleiner Querschnitt. Ein ganz kleiner. Also wir haben schon noch sehr viel, ich habe gut eingekauft das letzte Mal. Und jetzt, ja, jetzt trinke ich erstmal Kaffee, weil es ist hier 10 Minuten nach 10, ich bin heute sehr früh dran. Und dann gehe ich mal rüber und mache mal weiter mit dem einen oder zwei Kleidern, weil die sind echt schon super. Oder ich zeige mal eins, warte mal, gehen wir mal rüber. Schön langsam, dass er nicht schlecht wird, hoppala. So. Jawohl. Da, 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 da. Tata, tata. Hier schaut es noch ein wenig aus, ne? Aber das ist wurscht. So.
Das ist in diesem leichten Taubenblau. Das finde ich auch wunderschön. Schau her. Gehschlitz, aber sehr, sehr übereinander. Also mit dem Jäckchen als hochedel. Ne? Ganz, ganz edel. Und da mache ich jetzt dann weiter mit den neuen Kleidern, die wir da gekriegt haben, weil wir haben ganz viele wunderschöne Kleider. Muss ich aber leider erst bügeln. Und das versuche ich immer so arg wie möglich hinauszuzögern. Das Bügeln. Naja, jetzt legen wir mal die Kamera ab. So, immer schön langsam, das ist aber Süßes hier, ne? Hier mit dem Blouson, aber ein bisschen mehr für die, ja, ein bisschen kleiner, die ganze Geschichte, ganz kleines bisschen zierlicher, sagen wir es doch so. So, jetzt schauen wir mal aus, jetzt werden wir mal live ganz früh in der Boutique.